immer noch zu. Die Vereinten Nationen sind unser Grundgesetz, an das wir uns noch halten können, um diese Welt zusammenzuhalten, moralisch. Julian Assange sprach also damals in der ecuadorianischen Botschaft, als er gerade frisch Asyl bekommen hatte. Und wir machen das wieder auf Englisch und auf Deutsch. Here an excerpt of the transcript of Julian Assange's address to the United Nations on Human Rights, given on Wednesday, the 26th of September 2012. It is because of Article 19 of the United Nations Universal Declaration of Human Rights that WikiLeaks is able to receive and impart information through any media and any medium and regardless of frontiers. And it is because of Article 14.1 of the Universal Declaration of Human Rights, which enshrines the right to seek asylum from persecution, and the 1951 Refugee Convention and other conventions produced by the United Nations, that I am able to be protected along with others from political persecution. Und es ist wegen Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, dass WikiLeaks Informationen erhalten und verbreiten kann. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen, sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. Und wegen Artikel 14.1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, nachdem jeder Mensch das Recht hat, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen. Und wegen der Flüchtlingskonvention von 1951 und anderen Konventionen der Vereinten Nationen, dass ich mit anderen vor politischer Verfolgung geschützt werden kann. It is thanks to the United Nations that I am able to exercise my inalienable right to seek protection from the arbitrary and excessive actions taken by governments against me and the staff and supporters of my organization. It is because of the absolute prohibition on torture enshrined in customary international law and the United Nations Convention Against Torture that we stand firmly to denounce torture and war crimes as an organization, regardless of who the perpetrators are. Es sind die Vereinten Nationen, dank derer ich in der Lage bin, mein unveräußerliches Recht Schutz zu suchen vor willkürlichen, exzessiven Aktionen, die Regierungen gegen mich und das Team und die Unterstützer meiner Organisation richten. Es ist das absolute Folterverbot, das im Völkergewohnheitsrecht und in der UN-Konvention gegen Folter niedergelegt ist, dass wir feststehen können bei der Anprangerung von Folter und Kriegsverbrechen, ungeachtet wer die Täter sind. I want to tell you the story of a young American soldier in Iraq. The soldier was born in Crescent, Oklahoma, to a Welsh mother and U.S. Navy father. His parents fell in love. His father was stationed at a U.S. military base in Wales. The soldier showed early promise as a boy, winning top prize at science fairs 3 years in a row. He believed in the truth, and like all of us, hated hypocrisy. He believed in liberty and the right for all of us to pursue happiness. He believed in the values that founded an independent United States. Like many teenagers, he was unsure what to do with his life, but he knew he wanted to defend his country and he knew he wanted to learn about the world. He entered the U.S. military and, like his father, trained as an intelligence analyst. Und Assange erzählt in der Botschaft, ich möchte euch die Geschichte erzählen von einem jungen US-Soldaten im Irak. Der Soldat wurde in Crescent, Oklahoma geboren
als Sohn einer walisischen Mutter und einem Vater, der bei der US-Marine war. Der Soldat war früh vielversprechend, gewann Preise bei Wissenschaftswettbewerben 3 Jahre in Folge. Er glaubte an die Wahrheit, wie wir alle. Er hasste Heuchelei. Er glaubte an die Freiheit und unser aller Recht auf das Streben nach Glück. Er glaubte an die Werte, die die unabhängigen Vereinigten Staaten begründeten. Wie viele Teenager wusste er nicht, was er mit seinem Leben machen sollte. Aber er wollte sein Land verteidigen. Und er wusste, er wollte etwas über die Welt lernen. Er ging zum US-Militär und wurde, wie sein Vater, Geheimdienstanalyst. In late 2009, age 21, he was deployed to Iraq. There, it is alleged, he saw a US military that often did not follow the rule of law and in fact engaged in murder and supported political corruption. It is alleged, it was there in Baghdad in 2010 that he gave to WikiLeaks and to the world details that exposed the torture of Iraqis, the murder of journalists, and the detailed records of over 120,000 civilian killings in Iraq and in Afghanistan. He is also alleged to have given WikiLeaks 251,000 US diplomatic cables, which then went on to help trigger the Arab Spring. This young soldier's name is, now was, now is, Bradley Manning, now Chelsea Manning. Ende 2009, im Alter von 21, wurde er in den Irak versetzt. Dort, so heißt es, sah er ein US-Militär, das oft nicht den gesetzlichen Regeln folgte und tatsächlich mordete und Korruption unterstützte. Es heißt, dass er dort in Bagdad 2010 WikiLeaks und der Welt Details offenbarte, die die Folterung von Irakis zeigte, den Mord an Journalisten und die detaillierten Berichte von 120.000 Tötungen von Zivilisten im Irak und in Afghanistan. Und es heißt auch, er habe WikiLeaks 251.000 diplomatische Kabel gegeben, die später dabei halfen, den arabischen Frühling auszulösen. Der Name des jungen Soldaten war damals Bradley und heute Chelsea Manning. Allegedly betrayed by an informer, he was then imprisoned in Baghdad, imprisoned in Kuwait, and imprisoned in Virginia, where he was kept for 9 months in isolation and subject to severe abuse. The UN Special Rapporteur for Torture, Juan Mendez, investigated and formally found against the United States. Es heißt dann, er sei verraten worden, dann in Bagdad inhaftiert, dann in Kuwait inhaftiert, dann in Virginia inhaftiert, wo er 9 Monate lang in Isolationshaft gehalten und schweren Misshandlungen unterzogen wurde. Der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für Folter, damals Juan Mendez, untersuchte und befand dies als Folter. Manning, Science Fair All-Star, soldier and patriot, was degraded, abused, and psychologically tortured by his own government. He was charged with a death penalty offense. These things happened to him as the US government tried to break him, to force him to testify against WikiLeaks and me. Manning, der Jungstar der Naturwissenschaft, Soldat und Patriot, wurde degradiert, misshandelt und von seiner eigenen Regierung psychologisch gefoltert. Er wurde eines Vergehens beschuldigt, das die Todesstrafe nach sich zieht. Diese Sachen wurden ihm zugefügt, weil die US-Regierung versuchte, ihn zu brechen und ihn zu zwingen, gegen mich und WikiLeaks auszusagen. Soweit Julian Assange. The
Wir lesen jetzt ein Kommentar.